Paria ist das letzte Buch aus der Psionisches Erwachen-Reihe und behandelt hauptsächlich die imperiale Inquisition. Außerdem beinhaltet es die Regeln für die Adepta Sororitas Ephrael Stern und den Necron Illuminor Seras. Die Kurzgeschichte berichtet über die Kreuzzugsflotte Primus während des Indominus-Kreuzzuges. Primus war zweifelsohne die mächtigste der ursprünglichen Indominus-Flotten. Sie bestand aus insgesamt 26 Kampfgruppen, die von Ruput Gilliman und Belisarius Call angeführt wurden. Jede dieser Kampfgruppen hatte eine eigene Aufgabe, die für den Kreuzzug entscheidend war. Eine dieser Gruppen war die Kampfgruppe Kalides. Ihre Aufgabe war die Untersuchung der absoluten Stille im Nephilim-Subsektor. Unzählige Welten riefen während der Ereignisse des Indominus-Kreuzzuges um Hilfe, doch der Nephilim-Sektor war plötzlich totenstill. Dies war äußerst beunruhigend, denn Nephilim verfügte über zahlreiche imperiale Welten. Gruppenmeister Maran führte seine Flotte also in den Sektor, um die Geschehnisse zu untersuchen. Unter den Streitkräften der Kampfgruppe Kalides fanden sich Ultramarines, Black Templar, Killteams der Deathwatch, Imperiale Knights, Sororitas und Angehörige der Inquisition wieder. Als Kalides den Sektor endlich erreichte, offenbarte sich das Ausmaß des Schreckens. Ganze Welten befanden sich in offener Revolte, doch nicht um irgendwelchen dunklen Göttern zu huldigen, sondern einfach um die Möglichkeit, den Planeten zu verlassen. Je tiefer die Kampfgruppe vordrang, desto bedrohlicher wirkte die Stille um sie herum. Astropathen und Navigatoren klagten über ein Gefühl des Erdrücktwerdens. Sie mussten ihre gesamten Kräfte aufbringen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Auf mehreren Schiffen fiel das Gellerfeld plötzlich aus. Dennoch blieben sie von Dämonenangriffen verschont. Einige nannten dies ein Wunder, andere hingegen ahnten eine noch viel größere Katastrophe voraus. Da die Schiffe durch den Schleier, der sich über das System gelegt hatte, nicht mehr allzu tief in den Warp eindringen konnten, mussten sie auf kürzere Sprünge zurückgreifen. Jeder von ihnen war schwieriger als der vorherige, denn die Astropathen wurden zusehends kränklicher und schwächer. Trotz ihrer Anstrengungen konnte die Flotte keinerlei Lebenszeichen imperialer Bürger entdecken. Die Fox-Kanäle waren stumm, Schiffsverkehr war unerkennbar. Bedrohlicher jedoch waren die unbekannten Energiesignaturen, die von mehreren imperialen Welten ausgingen. Die Situation wurde noch rätselhafter, als erste Bodentruppen auf diesen Welten landeten. Zahlreiche Soldaten des Astra Militarum beschwerten sich darüber, sich beobachtet zu fühlen. Sie wurden ängstlicher, erschöpfter und schließlich hoffnungslos. Die Exekutionsrate durch die Kommissare erreichte einen Höhepunkt, als die Soldaten anfingen, einfach ihre Posten zu verlassen oder vom Aufgeben sprachen. Manche brachen auch einfach zusammen und waren nicht mehr ansprechbar. Die Psioniker traf es jedoch noch härter. Sie klagten darüber, kaum noch atmen zu können, wurden wahnsinnig oder nahmen sich selbst das Leben. Die Reihen der Navigatoren und Astropathen wurde bedenklich ausgedünnt und Maran sah sich gezwungen, den wenigen verbliebenen Leibwächter zur Seite zu stellen. Erstrangig, um sie vor sich selbst zu schützen. Das Phänomen ging auch auf die Astartes und Techpriester über. Sie waren zwar widerstandsfähiger, blieben jedoch nicht verschont. Nur die Adepta Sororitas schienen großteils von den Symptomen verschont zu werden. Egal welche Welt die Kriegsgruppe auch ansteuerte, sie alle waren menschenleer. Die imperialen Truppen fanden Esstische, auf denen altes, verwesendes Essen stand, als ob die Einwohner von einem Moment auf den nächsten einfach verschwunden wären. Servitoren standen stumm und mit totem Blick da. Ihre mechanischen Komponenten waren noch intakt, ihre biologischen jedoch bewegungsunfähig. Lord Inquisitor Draxus leitete die Untersuchungen, um herauszufinden, was den Bewohnern dieser Welten zugestoßen war. Sie war sich sicher, dass die Ursachen hierfür auch für die rätselhaften Ereignisse innerhalb der Flotte verantwortlich waren. Der erste Beweis einer Xenos-Korruption zeigte sich auf dem Planeten Mesmoch. Die Ultramarines erhielten den Auftrag, die ungewöhnliche Energiesignatur des Planeten zu untersuchen und stießen dabei auf einen hochaufragenden Pylon aus Schwarzstein. Der Durchmesser des Gebildes betrug mehrere Meilen und es war so hoch, dass die Spitze in den Wolken verschwand. Der Pylon war offensichtlich von den Necrons errichtet worden. Die Energiewellen, die er absonderte, schlugen sich auf die Psyche der Ultramarines nieder. Dennoch sammelten sie strategisch weiter nach Informationen. Illuminator Seras hatte währenddessen die Bemühungen der imperialen Armee beobachtet. Er wollte nicht zu früh handeln und so versetzte er seine Necron-Krieger in Stillhalteprotokolle. Doch nachdem die Astartes den ersten Pylon entdeckt hatten, wusste Seras, dass sie bald zum Angriff übergehen würden. Also sah er sich zum Handeln gezwungen. Währenddessen wurden immer weitere Schwarzsteinpylonen entdeckt, gemeinsam mit Necron-Armeen, die sie zu verteidigen schienen. Das System, das zuvor so still erschienen war, wimmelte nun vor Necron-Kriegsschiffen. Gruppenmeister Marant ließ sich davon jedoch nicht abhalten und begann einen Angriff auf den Mesmoch-Pylon zu koordinieren.
Doch bereits bevor die imperialen Streitkräfte auf der Planetenoberfläche ankamen, erlitten sie schwere Verluste. Viele Kriegsschiffe wurden schon während des Landeanflugs zerstört. Auf der Oberfläche angekommen, ging es der Kampfgruppe nicht besser. Ultramarines, Black Templars und mehrere Killteams der Deathwatch kämpften an der Seite des Astra Militarum, doch sie alle wurden durch die sonderbaren Energiewellen des Pylonen geschwächt. Als die Xenos die Schwäche ihrer Feinde erkannten, entfesselten sie ihre mächtigen Kriegsmaschinen. Schwebende Monolithen vernichteten die zum Stillstand gekommenen Lehman Russ Kampfpanzer, während Doomsday Barges ihre tödlichen Energiestrahlen auf die Astartes entfesselten. Der Kampf war verloren und nur durch das Opfer mehrerer Killteams konnten sich die verbliebenen Angreifer zu den Evakuierungszonen retten. Die Kampfgruppe erlitt eine Niederlage nach der nächsten. Im ganzen Sektor trafen sie auf massive Gegenwehr der Necrons. Sie konnten nun auch bestätigen, dass die Todesstille, die sich über die Region gelegt hatte, von den Pylonen hervorgerufen wurde. Nun trat Ephrael Stern an den Gruppenmeister heran. Sie gehört zweifellos zu den umstrittensten Mitgliedern der Adeptus Sororitas. Während einer Expedition war sie von einem großen Slanesh-Dämon getötet worden und 700 ihrer Mitstreiterinnen zu einem leidenden Fleischgefängnis, dem kreischenden Käfig, verschmolzen worden. Es vervielfältigte das Leiden der verdammten Schwestern, doch auch ihre Geistesstärke. So grotesk mutiert waren sie in der Lage, ihre Kraft in die gefallene Stern zu lenken und sie so wiederzuerwecken. Seit diesem Tag gilt Ephrael Stern nicht nur als die heilige Erlöserin, sondern auch als ketzerische Hexe, die durch dämonische Macht wiedererweckt worden war. Dennoch war sie ein respektiertes und wertvolles Mitglied der Kampfgruppe Kalides, weshalb Maran ihrem Plan folgte. Stern hatte vor, einen wichtigen Transportknoten der Necrons anzugreifen, um den Vormarsch der Xenos zu verlangsamen. Die Zielwelt trug den Namen Cherist und war ein lebensfeindlicher, arktischer Planet. Trotzdem zögerten die imperialen Angreifer nicht und landeten unter der Führung des Ordens der Heiligen Märtyrerin und der Blutigen Rose auf dem Planeten. Ihr Angriff begann mit einem unerbittlichen Bombardement des Necron-Komplexes. Jene Gebäude, die nicht durch die mächtigen Schilde geschützt wurden, wurden schlicht zermalmt. Als Antwort erwachte die Verteidigung der Necrons nun zum Leben und Waffenpylonen fuhren aus versteckten Luken empor. Der imperiale Angriff marschierte durch Schnee und Eis direkt auf den Komplex zu, gestärkt durch den Glauben der Sisters of Battle. Doch die Gegenwehr der Necrons war enorm und wäre es nicht für die Wunder der Sororitas gewesen, hätten sie die Überhand behalten. Doch die Dämpfungsfelder der Necrons waren gegen den heiligen Glauben der Schwestern wirkungslos, da sie ihre Stärke nicht aus dem Warp bezogen. Die Gebete und Hymnen der Sororitas füllten die imperiale Armee mit neuer Kraft und so war es nur eine Frage der Zeit, bis der Necron-Komplex in Trümmern lag. Illuminor Seras war über diese Entwicklung äußerst fasziniert. Er wollte herausfinden, welche Macht die Sororitas zu solchen Taten befähigte. Die Berichte über Wunder tat er als primitives Geschwafel ab. Die Necrons hatten ihre Götter zerschmettert. Welche Macht konnte da die Gottheit der Menschen haben? Mittlerweile gewann die Kriegsgruppe zusehends am Boden, als sie dazu übergingen, die schützende Macht des imperialen Glaubens einzusetzen. Doch es war ihnen nach wie vor nicht gelungen, einen der Schwarzsteinpylonen zu zerstören. Lord Inquisitor Kyria Draxus arbeitete nach wie vor fieberhaft an einer Lösung und sie glaubte, sie im Tredica-System gefunden zu haben. Sie hatte mehrere Spähtrupps ausgesandt, doch nur ein einzelner Trupp, Tempestus Science, war zurückgekehrt. Mit ihnen allerdings auch die Wiederaufnahmen der Helmkameras. Sie zeigten drei Welten, die durch ein immenses Artefakt aus ihren Umlaufbahnen gerissen worden waren. Draxus war entschlossen, die Geheimnisse dieses Artefakts zu entschlüsseln. Sie wählte ihre Einsatztruppen höchstpersönlich aus. Deathwatch, Black Templar, Tempestus Science und Techmagi würden sie begleiten. Sie hoffte sich nicht, die Pylonen zu vernichten, sondern wichtige Informationen zu sammeln. Die Science, die von Tredica entkommen waren, bargen jedoch ein dunkles Geheimnis. Illuminor Seras hatte ihnen Gedankenkontrollskarabin eingesetzt, bevor sie freiließ. Er erhoffte sich auf diese Weise, die Eindringlinge ein für allemal vernichten zu können. Inquisitor Draxus erkannte aber das Doppelspiel. Sie hatte die Auswirkungen solcher Skarabäen schon früher kennengelernt. Deshalb würde sie ihre Geheimwaffe mitnehmen, Ephrael Stern. Während die Black Templar Ablenkungsmanöver ausführten, lenkte Draxus ihre Streitmacht auf die größte der drei Welten, Tredica Adaxis. Früher eine wohlhabende Makropolenwelt, lag der Planet nun im Sterben. Seine Atmosphäre war zerrissen, Vulkane spien Feuer und Rauch und giftige Dämpfe schossen aus dem Boden. Drei Pylonen waren auf dem Planeten errichtet worden und Draxus hielt nun direkt auf den größten unter ihnen zu. Kaum hatten die Landungsschiffe nahe des gewaltigen Monuments aufgesetzt, ließ Illuminor Seras seine Falle zuschnappen. Doom Scythes schossen aus grünen Portalen
und eröffneten Feuer auf die Streitmacht. Seras teleportierte sich selbst mit einer Elite-Streitmacht auf die Oberfläche und umstellte die verbliebenen Angreifer. Draxus widersetzte sich dem Kapitulationsbefehl des Necrons, denn sie war nicht unvorbereitet hierher gekommen. Die Helmaufnahmen des Scions hatten Teleportationstore offenbart und auf genau so ein Tor hielt die verbliebene Streitmacht nun zu. Deathwatch und Sisters of Battle gaben den Techmagi Feuerschutz, die nun versuchten, die fremdartigen Maschinengeister zu unterwerfen. Seras und seine Truppen hielten unaufhaltsam auf Draxus zu, doch kurz bevor sie erreichen konnte, flackerte das Teleportationstor auf und die Inquisitorin und ihre Krieger waren verschwunden. Haftbomben, die Deathwatch kurz vorher hinterlassen hatten, explodierten um Seras herum und vernichteten die restlichen Tore. Eine Verfolgung war vorerst nicht möglich. Draxus, Stern und ihr Trupp fanden sich in einem Irrgarten am Fuße des Pylons wieder. Die fremde Geometrie des Ortes und seine Verteidiger machten ein Vorankommen beinahe unmöglich. Konstrukte schwebten aus der Dunkelheit und eröffneten sofort das Feuer auf die Eindringlinge. Portale taten sich auf, aus denen Dutzende Necron-Warrior schritten. Die Zahl der imperialen Angreifer schrumpfte drastisch, doch Ephrael Stern gelang es, sie an ihr Ziel zu führen. Sie gelangten in eine riesige Kammer, in der gigantische Stalagmiten aus Necron-Technologie standen. In der Mitte der Kammer hing eine riesige, humanoide Gestalt, deren Körper von lebendem Feuer umgeben war. Ein knisterndes Netz smaragdgrüner Energie schien es gefangen zu halten. Es gab keinen Zweifel, sie standen einem Ketan-Shard gegenüber. Sie hatten jedoch keine Zeit zu entscheiden, was als nächstes geschehen sollte, denn schon tauchte eine neue Welle Necrons auf. Während sie unter Feuer genommen wurden, suchte Draxus die Maschine nach mnemetischen Kristallen ab. Diese Kristalle dienten als Wissensspeicher der Necrons und sie waren der Grund für Draxus' Unterfangen. Nun tauchte auch Illuminor Seras hinter seinen Kriegern auf, die immer noch unaufhaltsam voranschritten. Draxus' Trupp war auf ein Zehntel seiner eigentlichen Stärke dezimiert worden, ein Rückzugsgefecht stand also außer Frage. Es blieb nur eine Möglichkeit. Mit ihrer Energiefaust zerschlug sie die Maschine, die den Ketan gefangen hielt. Der Käfig brach in sich zusammen und der Ketan-Shard richtete seinen Zorn gegen jene, die ihn gefangen hielten. Die Necrons konzentrierten ihr Feuer nun ausschließlich auf das flammende Wesen, dennoch ergab sich keine Möglichkeit zur Flucht. Plötzlich spürte Draxus den Blick des Ketan auf sich, als dieser seine Hand hob und auf sie deutete. Die Inquisitorin war sich ihres Todes sicher, doch anstatt eines flammenden Endes spürte sie einen plötzlichen Ruck durch die Realität. Als sie ihre Augen wieder öffnete, befand sie sich mit ihren Verbündeten auf der Brücke des Kreuzers, der sie hergebracht hatte. Sie wusste nicht, warum der Ketan sie gerettet hatte, doch Draxus war entkommen. Und mit ihr die Kristalle, die ihr einen Teil des Wissens der Necrons offenbaren konnten. Nun musste sie sie nur noch entschlüsseln. Wie auch im letzten Buch von Psionisches Erwachen gibt's auch diesmal kleinere Easter Eggs. Eins davon ist ein kurzer Abschnitt über alte Bekannte, Squads. Wie jeder weiß, sind Eldari im Prinzip nichts anderes als Space-Elfen und passend dazu sind Squads Space-Zwerge. Squads kamen hauptsächlich im originalen Rogue Trader vor und werden seither von Games Workshop eher stiefmütterlich behandelt. Das Beste, was wir bekommen haben, ist ein Squad-Modell für Necromunda Underhive. Games Workshop Game Designer Jervis Johnson hat auch anmerken lassen, dass Squads wahrscheinlich keine wichtige Rolle im 40k-Universum bekommen werden. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich da ja noch was. Die zweite Anmerkung ist eine Übertragung aus dem südlichen Grenzsektor des Sol-Systems. Watchstation Hadrax 37 berichtet von Xenos-Schiffen, die sich ihrer Position nähern. Und zwar nicht irgendwelche Xenos-Schiffe, sondern die riesigen Leviathane der Tyranniden. Wir wissen zwar nicht, welche Schwarmflotte genau gemeint ist, die nächste im Sol-System ist aber Schwarmflotte Leviathan. Und als ob eine Schwarmflotte an der Grenze des Sol-Systems nicht schon schlimm genug wäre, Leviathan ist auch noch die größte bekannte Schwarmflotte der Tyranniden. Ich bin schon gespannt, ob Games Workshop die Story noch weiterverfolgen wird und wenn ja, was da noch alles auf uns zukommt. Das war's aber erstmal für heute. Danke an euch alle fürs Zusehen. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.